Hallo und willkommen. Weiter geht es hier bei der Kunst des Mordens. Wir sind immer noch hier im Polizeipräsidium und ja, wir stehen jetzt vor der Entscheidung, entweder das Gebäude zu verlassen, wie es Wang will, oder das Gebäude nicht zu verlassen, wie es unser Chef will. Ich bin neugierig. Ah, wir kommen raus. Wie aufregend. Weißt du? Was? Also, okay. Der Roboter hat einfach jetzt quer... Wobei, er hat ja gesagt, das ist abgeregelt. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Der Trakt hier ist ja abgeregelt. Ist das Päckchen sicher? Ich habe noch nichts Verdächtiges feststellen können, aber ich wäre an Ihrer Stelle vorsichtig. Haben Sie daran rumgespielt? Wir haben die Verpackung entfernt und dann ins Labor geschickt. Die Kiste liegt dort im Sprengraum. Was halten Sie davon? Sie hat ein Kombinationsschloss und sie ist aus Metall, also können wir nicht wirklich rausfinden, was drin ist. Es könnte also Sprengstoff sein. Das kann ich nicht ausschließen. Kann ich jetzt im Sprengraum an der Kiste arbeiten? Warum nicht? Versuchen Sie es einfach. Vielleicht kriegen Sie sie auf. Danke für die Info. Ich werde mich darum kümmern. Immer mit der Ruhe. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Wollt ihr mir jetzt hier allen Ernstes erzählen, dass das Bombenexpertenteam da jetzt nicht dran geht und wir als Nicht-Expertin jetzt da rangehen können, sollen? Nicht da rein, das ist verboten. Aha. Mit dem Joystick kann ich den Roboterarm in der Sprengkammer steuern. Sieht nicht wirklich wie ein Touchscreen aus. Ach so. Huch. Na okay, also die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt hier irgendeinen Quatsch baue, ist ziemlich groß. Deswegen gehen wir nochmal ins Labor. Hauptcomputer und Übungsraum. Labor. Und unterhalte mich mal wieder mit Wang, meinem Freund. Wang Tang. Hören Sie, ich muss die Verpackung untersuchen, in die das Päckchen von heute eingepackt war. Sie sind nicht mehr im Urlaub? Mann, ich war heute schon einmal hier. Warum so überrascht? Ich dachte, Sie hätten nur mal so reingeschaut. Muss ich mir einen großen Button anheften, auf dem Nein steht? Ich würde es nicht so ausdrücklich formulieren. Schön. Kann ich jetzt die Verpackung haben? Ich möchte sie mir gerne ansehen. Hier, bitte. Aber es ist nichts dran. Keine tödlichen Substanzen. Das Papier ist sauber. Nichts Geschriebenes oder Gedrucktes oder... Nur etwas Gekritzel. Sehen Sie es sich an. Ich gehe dann mal wieder an meine Arbeit. Danke, mehr will ich gar nicht. Diese Bugs in diesem Spiel, oh, furchtbar. Verpackung der Kiste, ja. Okay. Gibt es eine Nachricht in diesem Chaos? Oh nein! Wenn dem so ist, sollte ich eine Kopie machen und nach Verbindungen zwischen den abgebildeten Symbolen suchen. Eine Kopie. Wie soll ich davon denn jetzt eine Kopie machen? Ich sollte das Beweisstück... Oh, halt ich sollte den... das Beweisstück nicht mit bloßen Händen ab... Halt doch den Sabbel, du sollst nur die Verpackung drehen. 8, 9. 5, 3, G. Ich sollte das beweisen. Oh, Nicole, halt den Sabbel. Muss ich das jetzt erst scannen und dann ausdrucken, oder? Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Wenn sie so gesichert ist, kann ich sie leicht mitnehmen. Das geht okay. nicht. No, das passt nee, nicht. Geh doch hier raus. Ja, aber wie das soll ich... Das geht nicht. Ja. Oh, Freunde, es ist doch nicht wahr. Warum muss das hier immer so kompliziert sein?
Ja. Um jetzt nämlich hier das reinzukriegen, ja, muss ich das nämlich erst scannen. Das schaffe ich aber nicht. Weil Madame... Wenn sie so gesichert ist, es ist ein totales Chaos. Die Frau macht mich wahnsinnig. Ich habe jetzt nichts anderes gemacht als vorhin auch. Das geht nicht. Das wird nicht passieren. 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 Nimm es doch aus der Hand. So, Drucker kann ich auch nichts mitmachen, weil... Ne? Das wird nicht passieren. Hier werden die Daten... Halt den Sabbel. So, Benutzerdatenbank. Tja. Ich weiß nicht, was sie von mir will. Es ist ein totales Chaos. Ich kann da jetzt auch nicht wirklich irgendwas heraus erkennen. 8, 9. Auch schön, dass wir das nur im Kreis drehen können und nicht richtig rum. Was? Halt, nicht rumdrehen. Halt. Hallo! So. 1, 6, 6. Das könnte B0. Das sieht auch aus, als wenn das hier geknickt wurde. Wo ist jetzt... Hallo, raus. Darf ich das mitnehmen, Wang? Nein, haben Sie den Scanner zugemacht? Hab ich vergessen. Was ist das für ein... Also wirklich. Ob das jetzt wichtig ist, mein lieber Wang? Das... Eine Zicke, ey. War in meinem Büro? Nee, da war... Nee. Ach, warte mal, hier vorne im Sekretariat bei der Ruth Moschner war, glaube ich, was, oder? Ich drück doch schon doppelt hier. Nee. Ach, doch, da! Fotokopierer! Haha, also doch. Okay. Ich kann mit dieser Kopie alles anstellen, ohne Angst haben zu müssen, wertvolle Beweise zu zerstören. Hohoho. Alles kann sie damit anstellen. Ich kann mir gar nicht vor, wenn sie so gesichert ist. Ja, halt den Sabbel. So, ich will mir die Kopie angucken. An den Kanten des Blattes sind ein paar rote Elemente. Vielleicht ergeben sie einen Sinn, wenn ich das Papier richtig falte. Oh nein! Vielleicht kann ich die Nachricht des Killers lesen, wenn ich sie korrekt falte. Vielleicht hilft mir das, die Kiste aufzumachen. Eben noch von gesprochen. Ach du. Wenn ich dieses Blatt Papier an den Linien falte, heben sich ein paar Zahlen und Symbole aus dem Chaos hervor. Ja, hoppla. Okay, nimmt sie jetzt... Hup! Was war das denn? Nimmt sie jetzt... Okay, sie nimmt immer eine ganze Reihe. Okay, die 89. Aber die 89 ist die Frage, ob das mir was bringt. Oh. Das Q und das rote Herz könnten für die Queen of Hearts, die Herzdame, stehen. Ja, das scheint zu stimmen. Die Dame kommt nach dem Buben. Das ist das Symbol für das nächste Opfer. Okay. Oh. Handlich. Scheiße, wie hab ich das jetzt? Kacke. Ah, so. So. Also das gerade war natürlich nur ein absoluter Glücksgriff.
wie es nämlich jetzt weitergeht. Ich habe so keine Ahnung. Hallo, ich... Das wird nicht passieren. Ich wollte doch nur Reset. Tja. Da war das Herz. Und hier ist auch ein Herz. Nee. Die Frage ist halt auch, wie viele Hinweise sind auf der jeweiligen Seite. Das ist halt auch so ein Ding. Na, da habe ich das wieder. Da, wieder ein Herz. Freunde, das wird noch ein bisschen dauern. Ich glaube, das werde ich euch ersparen und ich melde mich wieder, wenn ich mehr gefunden habe. Bis dann. Also ich habe jetzt hier noch, wer weiß wie lange, rumexperimentiert. Ich habe nichts mehr gefunden. Meine Vermutung, meine Hoffnung ist, dass der Kollege unten beim Bombenfund mir noch in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Hier oben Wang Tang könnte mir vielleicht auch nochmal helfen. Ich werde ihn nicht stören. Oh nein, Wang Tang kann uns nicht helfen. Also gehen wir hier runter. Bombenkommando. Und? Wie geht's voran? Langsam. Ich muss den Code knacken. Wir können jederzeit eine Säge am Roboterarm anbringen. Lieber nicht. Dann könnten wir wertvolle Informationen verlieren. Danke für die Info. Ich werde mich darum kümmern. Danke. Immer mit der Ruhe. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Danke. Hier, guck mal. Warum geht das nicht? Ein harter Kerl mit Nerven aus Stahl. Also habe ich irgendwas übersehen. Also das Herz mit dem C und Q. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Dieses Spiel ist... Ich will jetzt nicht sagen schwer, aber zäh. Und man geizt hier so mit Hinweisen. Jetzt kann ich es sehen. 6, 8, Q und ein Herzsymbol. Okay, doch nicht schneiden. Wie auch immer ich das jetzt hingekriegt habe. Hallo. So, und jetzt? Was habe ich dadurch? Ach nee. Ich habe auf der Verpackung einen Hinweis gefunden, aber ich verstehe ihn nicht. Dort stehen die Ziffern 6 und 8, dazu noch der Buchstabe Q und ein Herzsymbol. Es passt einfach nicht zusammen. Wohl wahr, in der Kombination sind nur Ziffern. Das Q und das Herz stehen für die Queen of Hearts, die Herzdame, die im Zusammenhang mit den Spielkartensymbolen steht, die der Mörder verwendet. Mir ist nach Kartenspielen. Haben Moment. Sie gewusst, dass jede Bildkarte ihren eigenen Zahlenwert hat? Dame Was ist die hat Dame den Wert? 12. Das hängt vom Spiel ab. Bei Blackjack zum Beispiel zählen alle Bildkarten 10 Punkte. Derselbe Wert? Das macht hier keinen Sinn. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten. Die 10 ist 10, der Bube 11, die Dame... 12. 12? Versuchen Sie's. Danke für die Info. Ich werde mich darum kümmern. Danke, also doch. So, jetzt... Also, aufmachen. Hallo! Was? Wie soll das funktionieren?
6. Sehr komisch animiert. Es ist wirklich sehr komisch animiert. Sie Aha. haben es geschafft? Nun gut, ich könnte es immer noch zum Spiel schaffen. Was? Ja, und jetzt? Ich habe die Kiste geöffnet. Ich weiß. Ich habe Ihnen über die Schulter gesehen. Wie haben Sie die Kombination herausgefunden? Es scheint, als wäre nichts Gefährliches drinnen. Kein Zünder, kein Sprengstoff. Nur ein Zettel und eine Münze. Ich würde sie gerne mitnehmen. Schön, Sie können sie jetzt haben. Danke für die Info. Ich werde mich darum kümmern. Immer mit der Ruhe. Man kann gar nicht vorsichtig... Ja. Hier drin ist es sicher, wenn man sich an die Vorschriften hält. Schließlich arbeiten in der Nähe Leute. Genau. Dieser Kommentar war ja so überflüssig. Ja, oder? Ich kann in der Kammer etwas brennen riechen. Was? Ich sollte das Beweisstück nicht mit bloßen Händen anfassen. Oh. Das geht nicht. Ja, klar. Ja, klar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, der Vorderseite nach zu urteilen, wird diese Wertmarke in der Unterhaltungsindustrie verwendet. Ich sollte das Beweisstück nicht mit bloßen Händen anfassen. Und ich habe keinen Beutel mehr. Ich habe keine Beutel mehr. Wertmarke in einem Beutel mit Beweis. Der Vorderseite nach. Naja. Also, ich muss jetzt nochmal hoch ins Labor latschen. Oh, Leute. Halt, Gibt's da vielleicht auch Beutelchen? Nein, da gibt's keine Beutelchen. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn man jetzt hier auch nochmal Beutelchen hingestellt hätte. Ich glaube, ich habe genug. Ich nehme nur ein Beutelchen mit, damit es der Spieler noch schwerer hat. Aha. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ein zerrissenes Ticket in einem Beutel für Beweisstücke. So, gibt's jetzt hier sonst noch was? Nein, dann hätten wir's. Die Frage ist jetzt, können wir es selber analysieren oder müssen wir wieder ins Labor? Ich gehe einfach mal ins Labor. Ich werde ihn nicht stören. Warum willst du Wang Tang nicht stören? Ein zerrissenes Ticket in einem Beutel für Beweisstücke. Ich sollte das Beweisstück nicht mit bloßen Händen... Okay, dann versuchen wir es mal beim Scanner. Ein zerrissenes Ticket, die Gebühr für die Benutzung des Highways. Aha. Ich habe eine Seite des Beweisstücks. Ich habe beide Seiten. Fein gemacht. So, das hätten wir wieder. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Ein zerrissenes Tick. Dann die Münze. Der Vorderseite nach zu urteilen. Jetzt die Münze da rein. Jawohl. Ich habe eine Seite. Ich habe beide Seiten. Ja. Ich kann mir gar nicht vor der Vorderseite. Oh,
wie sie auch immer wieder ihren Kommentar dazugeben will. So, Freunde, wir haben alle Teile eingesammelt, eingescannt und in der nächsten Folge schauen wir uns das Ganze dann ein wenig genauer an und dann schauen wir mal, wo uns die Reise hinführt. Bleibt neugierig, bis zum nächsten Mal. NRWBoy18, adieu.